Ich bin Lydia und ich stricke so gerne. Und dazu gehört auch, dass man Wolle beschafft. Und das soll einfach ein Video werden, wo ich euch zeige, was ich so an Garn in den letzten Wochen angeschafft habe und an sonstigem Zubehör, was da irgendwie den Weg zu mir gefunden hat. Wir hatten bei unserem Stricktreff einen Garntausch und ich habe was richtig Cooles bestellt für Barcelona Knits. Das werde ich euch noch zeigen. Und ja, bevor ich loslege, ich trage einen Pullover, der gar nicht mir gehört. Den habe ich letztes Jahr zu Weihnachten für meine Mama gestrickt. Und ich war gestern bei meinen Eltern und habe vergessen, ihn mitzubringen, denn ich sollte ihn nochmal neu blocken. Und ich habe witzigerweise auch Etiketten mit meinem eigenen Logo jetzt bestellt. Die sind noch nicht da. Und weil ich jetzt vergessen habe, meiner Mama den Pulli wiederzugeben, dachte ich mir, kann ich auch warten, bis ich das eigene Etikett hinten einnähen kann, weil das hier, der ist heute Number 8, glaube ich, von My Favorite Things Knitwear ist und der ist vorne wie hinten gleich. Das heißt, man erkennt recht schlecht, wo vorne und wo hinten ist, wenn man ihn nicht selbst gestrickt hat und weiß, wo seine Fehler so sind. Und dann ist es, glaube ich, ganz hilfreich für meine Mama, wenn sie da auch ein Etikett hinten hat. Und extra cool, wenn es mit dem Logo ihrer Tochter ist, dachte ich mir. Und genau, den habe ich aus Knitting for Olive, Heavy Merino und Soft Silk Mohair in der Farbe Marzipan gestrickt. Nein, gelogen. Das ist Heavy Merino in der Farbe Marzipan und Soft Silk Mohair in der Farbe Putty. Genau, das ist die Kombi. Und das ist jetzt Größe L. Ich trage eigentlich Größe M. Meine Mama eigentlich auch, aber sie mag Oversize-Sachen gerne. Und genau, so sitzt der jetzt ein bisschen oversized. Und genau, das dazu. Und fällt mir noch was ein? Ich glaube nicht. Oh, ich muss euch noch ein Bild einblenden. Das ist so cool. Meine Mama hat nämlich vor über 40 Jahren einen Norweger-Pulli gestrickt. Hier seht ihr ihn. Und er ist so schön. Das sind genau meine Farben von heute. Und das Muster ist so schön. Und er ist immer noch cool und er steht ihr so gut und ja, das wollte ich mit euch teilen, wie cool das ist, wenn Strick einfach so viele Jahrzehnte immer noch schön bleibt und fern von Motten existieren durfte. Deshalb das kurz als, juhu, meine Mama hat auch coole Sachen gestrickt. Grüße an dich, Mutti. Und genau, ich leg mal los mit dieser Tüte, denn ich möchte euch nicht nur zeigen, was ich an Garn gekauft habe, sondern auch ein bisschen damit meine Pläne verbinden. Denn ich habe jetzt entschieden, dass ich gerne mal zumindest irgendwie die erste Jahreshälfte von 2024 eigentlich kein Garn kaufen will. Mal sehen, wie realistisch das ist, als Strickdesignerin und Content Creatorin rund um Strick das so einzuhalten. Aber irgendwie muss ich mal ein bisschen auch die Pläne umsetzen, die ich mir mache und nicht immer nur neue Pläne aufstellen. Und genau, ich war bisher ganz dankbar, dass ich schon mal ein bisschen Stash hatte, weil ich einige Sachen aus umgeworfenen Plänen heraus schon gestrickt habe und da bin ich ja eben ein großer Fan von. Aber jetzt habe ich mir einiges von Drops und von anderen Marken zugelegt oder ertauscht oder bekommen, sodass ich dann eine tolle Basis habe, um nächstes Jahr munter vor mich hin zu stricken, ohne Geld ausgeben zu müssen. Und da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig motivieren, weniger Garn zu kaufen. Aber ich muss auch realistischerweise dazu sagen, dass ich nächste Woche nach Barcelona fliege, zu Barcelona Knits und da wahrscheinlich Garn kaufen werde. Und ich hoffe, zum Geburtstag ein bisschen Garn zu bekommen für Strickpläne. Und genau, dementsprechend ist da, glaube ich, noch dieses Jahr ein bisschen Konsum vor mir. Aber wie gesagt, mal sehen, ob ich die erste Jahreshälfte nächstes Jahr ohne Garnkäufe schaffe. Ich habe ja auch noch Garn für Sommer- und Frühlingsprojekte hier liegen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und das ist auch jetzt mit der Grund, weshalb ich für Sachen, die ich wirklich gerne dringend, fast schon dringend, stricken möchte oder damit ich genug Garn habe, um was fertig zu bringen, jetzt noch eingekauft habe. Und hier seht ihr meinen Namen auf der Tüte. Das ist von Strickverliebt hier in Marburg, dem wunderbaren Strickgeschäft, das auch Knitting for Olive unter anderem führt. Und ich stricke ja eine Cumulus-Bluse von Petite Knit in Knitting for Olive Powder und zusammen mit Virgolana Alba
Ich habe leider gerade kein Bild, was ich einblenden kann, aber wenn ich daran weiter stricke, werdet ihr es in einem der nächsten Strick-Podcasts auch wieder sehen. Auf jeden Fall wusste ich, dass es Mohair nicht reichen wird. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon mal da bin und schon mal Melle belästige mit, kannst du mir das und das und das bestellen, nenne ich das direkt mit. Und ihr wisst ja meine Liebe zu dem Colette-Muster von Sari Nordlund. Da wollte ich aber nur den Pulli stricken, aber musste mich erst mit dem Schal vergnügen oder genügen, weil das Strickmuster für den Pulli noch gar nicht veröffentlicht war. Aber jetzt ist es das, schon seit einem Monat. Und ich habe mir das passende Merino-Garn bestellt, denn das ist die Farbe Trenchcoat von Knitting for Olive. Und ich habe schon das Mohair von Knitting for Olive in der Farbe Trenchcoat. Und ich dachte, das ist ein sehr schönes Beige, das aber irgendwie nicht so richtig beige ist. Da ist so ein Grüngrau mit drin, aber es ist weder warm noch kalt. Es ist neutral, wie ich es liebe gerade. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass das Zopfmuster von dem Pullover gut zur Geltung kommt. Denn ich habe schon mal das Gefühl, dass ich so intuitiv gerne mit krasseren Farben stricken würde. Aber A, finde ich die nicht so einfach zu kombinieren immer. Und B, gerade bei Zopfmustern oder Lace oder sowas, finde ich, dass dunkle Farben das Muster verschlucken. Und gerade wenn ich mir den Aufwand mache, so ein Lace-Zopfmuster wie den Colette-Pullover zu stricken, möchte ich, dass es zur Geltung kommt. Ich habe es ja in Dunkelrot gestrickt, den Schal. Und ich fand, das war so die Dunkelheitsgrenze, damit das Muster noch gut zur Geltung kommt. Und ihr seht, ich pull mir an der Nase rum. Ich habe wieder Mohair-Flusen irgendwo. Und genau, hiervon habe ich jetzt 4 Knäuel. Laut Anleitung sollten 4 Knäuel für Größe M reichen. Ich bin ja mal gespannt. Sonst muss ich noch eins irgendwie nachkaufen. Dann habe ich diese 2 Stränge. Die sind von Woolen Forest. Es ist das Sockengarn in der Farbe Falling Leaves aus 25% Nylon, 75% Superwash-Wolle mit 425 Metern auf 100 Gramm. Und das war so lieb, denn Alexandra hat mir die beiden Stränge geschenkt. Ich hatte vor, daraus ein Mini-Mockneck-Tank von Jessie May zu stricken. Aber ich glaube, mir ist es zu kontrastreich innerhalb dieser wunderschönen Farbgebung für einen Top. Deshalb habe ich beschlossen, weil ich so ein Glück habe, dass Menschen wie Alexandra so nett mit mir sind und mir einfach Garn schenken, das auch an euch weiterzugeben. Denn ich werde ein paar Socken draus stricken und ein Knäuel geht an jemanden von euch. Das habe ich gerade beschlossen. Also, wenn ihr diesen Strang Woolen Forest Sockengarn aus dem Schwarzwald, glaube ich, sie kommt aus der Nähe von Karlsruhe, Tübingen, Stuttgart, bekommen möchtet, dann kommentiert doch einfach, was euch gerade im Herbst eine Freude macht. Ich schreibe auch alle Infos zu diesem Gewinnspiel, was sehr spontan entstanden ist, noch in die Infobox. Das ist jetzt, denke ich, nur ein paar Tage online, also bis zum nächsten Video, was am Sonntag online kommen wird. Und dann könnt ihr schnell mitmachen, das soll eine schnelle Aktion sein. Und genau, kommentiert, was eure Freude gerade im November ist, im Herbst, wie ihr euch diese grauen Tage irgendwie schön macht. Und dann lose ich aus und jemand von euch kann diesen Strang Garn gewinnen. Nebenbei würde sich das vielleicht auch eignen für die Aviva-Socke, die ich ja gerade in der Testung habe und designt habe. Das Muster wird so aussehen und am 1. Dezember zu kaufen sein. Also vielleicht passt das ja ganz gut zusammen und ja, ich hoffe, es macht euch eine Freude und ich hoffe, ich kann die Freude, die ich über dieses Garn habe, auch ein bisschen weitergeben, denn ich brauche nur einen Strang jetzt und der zweite kann verschenkt werden. Und natürlich auch, das ist dann vielleicht ein bisschen jetzt werblich, aber ich bin so dankbar und ich freue mich so, dass es so schöne handgefärbte Garne auch in Deutschland gibt. Also schaut unbedingt gerne bei Woolen Forest vorbei auf deren Website oder auf Instagram. Dann gab es 2 Bestellungen bei Wollally. Das ist mein liebster Online-Shop, wenn ich mehrere Sachen, also recht viel bestellen möchte, was Drops angeht. Oder auch in meinem Fall waren das jetzt tatsächlich Rundstricknadeln. Die habe ich von Drops gekauft für meinen Scrunchie-Workshop letzte Woche. Vorletzte Woche mittlerweile. Und dann habe ich noch anderes Kleinzeug mitbestellt, das zeige ich euch gleich. Aber auch Garn, denn ich brauche oder ich möchte so gerne einen dunkelgrauen Polunder haben, denn
Ich glaube, das ist eine Lücke in meinem Kleiderschrank. Und dazu habe ich jeweils dreimal Drops Flora in der Farbe 05 und Drops Kitzel in der Farbe 22 bestellt. Das ist einfach Anthrazitgrau und das sollte für einen Polunder ohne groß Muster und Aufwendigkeiten in Größe M dicke reichen. Und ich freue mich schon, da was entstehen zu lassen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich was selbst designen werde oder ob ich ein vorhandenes Muster verstricken werde. Da könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, welches Polundermuster ihr für was sehr Schlichtes in dieser Garnstärke empfehlen wollen würdet. Dann musst du natürlich Nachschub für meine Sweetshop Blanket sein. Das ist Drops Fabel in der Farbe 121, ich glaube, das heißt Weizen. Die halte ich immer doppelt, das ist die Sockenwolle von Drops. Und das ist die Hauptfarbe in meiner Sweetshop Blanket. Und ich habe jetzt, wie viele habe ich bestellt? Ich weiß es gar nicht. 8, 9 Knäuel habe ich bestellt. Hier sind jetzt 7, aber ich habe schon welche halb verstrickt. Ich habe nämlich gerade auch ein Design für ein Kissen im Kopf, an dem ich tüftel. Und da hatte ich gestern bei der Fahrt zu meinen Eltern die Erkenntnis, wie ich die Rückseite von dem Kissen machen kann, ohne viel nähen zu müssen. Denn wir wissen alle, ich verabscheue Nähen. Und genau, also es wächst gerade in meinem Kopf und ich hoffe, das wird so cool, wie ich es mir vorstelle. Denn unsere Couch, die wir ausgesucht haben und die hoffentlich wunderschön wird, braucht ein Kissen, ein Weihnachtskissen. Und genau, das ist gerade die Idee im Kopf. Und dafür benutze ich nämlich auch Drops Fabel als Kontrastfarbe zu einem Dunkelrot. Mehr dazu ein andermal. Und dann habe ich noch 4 Knäuel von Drops Kitzel in der Farbe 27? Wieso willst du mir nicht sagen, welche Farbe du bist? 15. Ich habe 15 bestellt. Das ist so ein recht kühles Dunkelbraun. Das ist das einzige Dunkelbraun, was zu den Dunkelbraunen Nepals passt. Und passenderweise hatte ich tatsächlich davon schon was zu Hause, sodass ich spontan für meinen Viveka Cardigan doch noch Mohair halten konnte, als ich gemerkt habe, dass es mir nicht so gut gefällt vom Maschenbild, wenn ich nur Nepal verwende. Und ja, habe jetzt auf jeden Fall Nachschub, um da den Cardigan fertig machen zu können. Also hier seht ihr, das war Nachschub, der einfach für bestehende Projekte sein muss, um sie fertig bringen zu können. Jetzt zwischendrin zeige ich euch was richtig Cooles, denn ich bin ja nächste Woche bei Barcelona Knits. Das ist eine der wenigen großen internationalen Strickmessen, die in Kontinentaleuropa stattfinden. Also ich kenne es nur aus England oder Schottland, dass da Strickmessen sind. Und beziehungsweise es gibt ja auch die H&H in Köln, wo ich auch dieses Jahr war und nächstes Jahr wieder hin möchte. Aber das ist ja eher eine Fachmesse. Und hier können Zivilisten, wie wir alle, Garn kaufen in Barcelona und die verschiedensten Marken mal in echt sehen, das Garn in echt squishen. Und das finde ich richtig cool. Aber hier braucht es natürlich, wenn man Strickdesignerin ist und irgendwie eine Online-Präsenz hat, die auch Teil des Jobs ist und sich um Stricken dreht, Visitenkarten. Denn ich denke mir, das wird eine tolle Gelegenheit sein, um super spannende, interessante, kreative, neue Menschen kennenzulernen. Und da mag ich es immer gerne zu sagen, hey, das bin ich, wer bist du? Lass uns nicht aus den Augen verlieren und vielleicht können wir gemeinsam was erschaffen. Und da habe ich neue Visitenkarten drucken lassen, die zu meinem Branding passen. Also meine Website und hier auf YouTube benutze ich ja diese Blobs und diese Farben und auf Instagram auch. Also farblich bin ich schon recht gut gebrandet, auch mit den Schriftarten. Und dann habe ich mir diese Visitenkarten drucken lassen. Ich habe die selbst erstellt bei Canva einfach und dann auch via Canva drucken lassen. Das war nicht teuer. Ich glaube, ich habe jetzt 20 Euro bezahlt. Ich habe 50 oder 100. Also geht gewiss günstiger, aber ich fand es vollkommen in Ordnung. Und genau. Conscious Content Creation. Und genau. Hinten sind meine Kontaktdaten und was ich so anbiete, beziehungsweise was mein Portfolio da ist. Und ja, ich freue mich schon, die zu verteilen und dann im Gegenzug vielleicht andere Visitenkarten zu bekommen. Und vielleicht ist es super old-fashioned und nicht mehr im richtigen Jahrzehnt, aber
und Visitenkarten was richtig Schönes und ich fühle mich da sehr erwachsen und seriös. Ich hatte davon gesprochen, dass ich bei Wollalli auch gerne dann noch andere Sachen mitbestelle, die ich auf der Liste habe. Und zum einen sind es 2,5 mm Metallnadeln, denn mit denen stricke ich immer Socken. Also Fingering-Socken sind bei mir auf 2,5 mm gestrickt und ich habe ein paar von Tiagu, die sind super, aber auch super spitz. Und ich habe jetzt sich 2 Paar hiervon bestellt und eins auch schon verwendet und ich finde die sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, die kosten 3 € oder so. Also falls ihr Lust habt auf Metallnadeln, auch auf fixierte Nadeln, nicht zum Wechseln, dann kann ich euch empfehlen, bei Drops vorbeizuschauen. Denn ich habe auch einen Verdacht, ich weiß nicht, ob ich den bestätigen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass die identisch sind zu denen von KnitPro, weil die auch in Indien hergestellt werden. Und Drops und KnitPro, glaube ich, auch generell bei den Nadeln und beim Zubehör recht deckungsgleich sind. Und KnitPro kommt ja auch aus Indien. Deshalb dachte ich, wäre das vielleicht ein Dupe für KnitPro. Und bei meinem Scrunchie Workshop habe ich was gelernt. Und zwar beim Abketten, also gleichzeitig zusammenstricken und abketten, ist es eine ziemliche Fiddelei und Fuddelei, das mit den Nadeln zu machen. Und eine Teilnehmerin, Grüße an dich, falls du das siehst, hat eine Häkelnadel dabei gehabt. Wie smart! Und dann habe ich mir jetzt erstmal einen 2 mm Crochet-Hook, also Häkelnadel, gekauft. Das ist sehr, sehr klein und fusselig, aber vielleicht ist das die perfekte Größe für genau solche Sachen. Wenn nicht, muss ich mal noch eine größere anschaffen, aber ich glaube, die hat 1,50 oder sowas gekostet. Und dann, für meinen Colette-Pullover, mussten jetzt mal Zopfnadeln her. Denn ich habe meinen Colette-Scarf nur mit einer Stricknadel ich habe dann die Maschen, die für das Zopfmuster abgehoben wurden, auf eine andere Stricknadel gepackt und dann von da wieder zurückgepackt. Und mit solchen Zopfnadeln ist es einfach einfacher, wenn man von beiden Seiten verstricken kann und auch abheben kann, wie auch immer. Deshalb auch hier 3-4 € und 2 Größen. Das sind 2,5 mm und 4 mm. Also sollte das für die meisten Projekte irgendwie funktionieren, weil es ja auch nicht schlimm ist, wenn man die linke Nadel, die das dann ja wäre in dem Fall, mit einer geringeren Nadelstärke verwendet, weil die ja nicht kontrolliert, wie groß die Masche wird. Das läuft ja alles über die rechte Nadel. Und weil mir bei einer Bestellung bei Wollalli noch 5 € zum kostenlosen Versand fehlten, habe ich die Politik, dass wenn ich was finde, was genau die Summe von den Versandkosten ist und auch nur genau die Summe der Versandkosten noch fehlt, um versandkostenfrei bestellen zu können, dann schaue ich, ob ich da noch was kaufen möchte, um dann nicht Versandkosten zu bezahlen, sondern was anderes zu haben. Und in dem Fall waren das solche Swivel Cords. Das sind so drehbare Seile, die dann nicht so verhudeln, wenn man strickt. Für Wechselnadeln, das sind 2 Stück. Die passen auf KnitPro-Nadeln. Das ist eine 80 cm Länge und genau 360 Grad Movement, also Bewegung, mit einer nicht vertrudelnden Art, wie auch immer. Genau. Da bin ich gespannt, die auszuprobieren. Ich habe sie noch gar nicht geöffnet. Oh, die sind durchsichtig. Spannend. Ah nee, die sind... Naja, das ist Metall. So ein Draht ist da drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und der ist überzogen mit Kunststoff. Genau. Und die Spitzen sind Gold. Ja, bin ich gespannt, die zu verwenden. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das eine Bereicherung ist. Und hier ist noch was drin. Genau. Schick. Oh, sehr schick. Endkappen aus Holz und so ein Festmacher. Das ist jetzt ein bisschen luxuriöser als KnitPro, aber ich glaube, das waren auch nur 5-6 € für 2 Seile. Also kann ich gar nichts mich beschweren. Und das ist nicht die Marke KnitPro, sondern Lantern Moon. Aber es passt auch KnitPro. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, dass wir unseren Garntausch beim Stricktreff hatten. Das machen wir, glaube ich, 1-2 Mal im Jahr in Zukunft. Weil sich ja doch immer was ansammelt an Resten oder an Fehlkäufen oder an Umentscheidungen. Und dann
ist es einfach total schön, wenn man anderen damit eine Freude machen kann. Ich bin ganz viel Garn losgeworden, weil ich über die Jahre recht viel Garn auch zugeschickt bekommen habe oder einfach im Rahmen der Arbeit akquisiert habe und aber ehrlicherweise nichts damit stricken werde. Aber ja, da sind die Leute gekommen und ich habe auch eine kleine feine Auswahl mitgenommen und zwar ein dunkelbraunes Drops Alpaca Bouclé. Das ist die Farbe 602. Und ich finde, mit dem Bouclé kann man wunderbar Wärmflaschen-Cover stricken. Und ich habe ja noch ein beiges und jetzt dieses braune und das ist perfekt für kleine Wärmflaschen. Und ich denke, ich werde auch mal eine verschenken und war dann froh, das einfach zu haben. Das habe ich von Hannah vom Stricktreff bekommen und habe es jetzt auf Vorrat und werde es dann einfach verstricken, wenn es über mich kommt. Aber das war immer sowas, wo ich überlegt hatte, oh, bestelle ich es noch mit? Wenn ich bei Wollalli meinen Warenkorb gefüllt habe, aber es hat irgendwie nie genug gebrannt in mir, dass ich es haben musste. Und jetzt habe ich es einfach so bekommen. Und meine Freundin Anna, die jetzt auch strickt, das ist so cool. Ihr könnt bei ihr auf Instagram mal vorbeischauen. Sie heißt da Anna Gosebrink und teilt ein bisschen aus dem Leben als Mama und in Kassel und hat so ein Gespür für Schönes und ist eine ganz treue, liebe Freundin. Und wir haben uns ziemlich genau vor 5 Jahren angefreundet. Wir kennen uns über Kleiderkreise. Auch ein witziger Ort, um Leute kennenzulernen. Also Vinted jetzt. Und genau, sie hat einen Polunder gestrickt. Da blende ich euch mal ein Foto ein. Das müsste die Vest Number One von My Favorite Things Knitwear gewesen sein. Und da war dieses Garn übrig. Das ist Knitting for Olive Heavy Merino in der Farbe Camel. Und das ist ein richtig schönes, warmes Kamelfarben. Und ich habe überlegt, auf Tipp von meiner Freundin Marlene hin, dass man daraus so Blätter machen, stricken könnte, so Dekoblätter für den Herbst und dann vielleicht eine Girlande draus machen. Und ich dachte mir, ich habe gewiss noch andere Wollreste, wo man das schön draus machen kann. Oder aber ich werde ein Stirnband für eine Freundin draus stricken. Muss ich noch schauen, was davon es wird. Aber auch hier habe ich gerade keine Eile und habe von unserem letzten Garntausch beim Stricktreff tatsächlich auch schon Knitting for Olive Heavy Merino in der Farbe Dusty Teal Blue oder sowas mitgenommen. Und vielleicht kann man die beiden Farben auch kombinieren. Ich finde die ganz schön. Vielleicht auch für einen Kinderpulli. Das wäre ja auch was für den Neffen, der übrigens immer noch nicht geboren ist. Ich warte sehnsüchtigst. Und ja, auf jeden Fall war das mal eine kleine, aber feine Ausbeute von unserem Garntausch beim Stricktreff. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich bei meiner zweiten Bestellung bei Wollalli gekauft habe. Denn ich möchte doch so gerne für meinen Mann Pullover stricken und wollte jetzt nicht viel Geld ausgeben fürs Garn, weil ich weiß, er wird ihn nicht häufig tragen. Und ihm ist alles immer ganz schnell kratzig. Deshalb habe ich mich für 14 Knäuel Drops Lima in der Farbe 619 entschieden. Das ist eine Zusammensetzung aus 65% Wolle und 35% Alpaka und es ist super, super butterweich. Und wie gesagt, 14 Knäuel, der Rest ist noch im Karton. Und mein Mann hat dunkle Haare und sehr blasse Haut und das ist, glaube ich, eine schöne Kompromissfarbe zwischen diesem Kontrast aus Haut und Haaren an ihm. Ich mag die Farbe gern für ihn. Und genau, das wird entweder der Ava-Pullover von Stroff Knitting, den habe ich euch auch schon gezeigt. Ich blende euch nochmal ein Bild ein. Oder vielleicht doch der Storm-Sweater von Petite Knit. Oder vielleicht der Moby-Sweater von Petite Knit. Ich weiß es noch nicht, aber es soll auf jeden Fall mit Struktur irgendwas entstehen für ihn. Genau. Das dazu. Und weil der Tweet gerade im Sale war, habe ich mir selbst meinen Geburtstagswunsch gekauft. Denn ich möchte so gerne den Mudo-Sweater von The Petite Knitter stricken. Da blende ich euch auch mal ein Foto ein. Das ist ein Colorwork-Pullover. Also ein bisschen wie der Norweger-Pullover von meiner Mama. Bloß in der Light-Version, weil es nicht so kompliziert ist. Und da habe ich mich entschieden für Drops Soft Tweed. Ich habe jetzt 8 Knäuel von diesem hellen und 1 für die Kontrastfarbe. Und ich glaube, das waren 30 Euro. Also für einen Pullover sehr preiswert. Gerade auch, weil ich nicht genau weiß, ob ich es lieben werde, das zu stricken. Dachte ich, möchte ich jetzt nicht viel Geld ausgeben. Und das hier ist die Farbe 02
von Dropstweed. Und die Zusammensetzung ist 50% Wolle, 25% Alpaka, 25% Viskose. Und hier ist es die Farbe 05. Und ich finde, der Kontrast ist sehr sanft, aber sehr schön. Und passt dann auch irgendwie zum Norweger meiner Mama. Also ich bin gespannt, wie es sich verstricken lässt. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass Dropstweed nicht das schönste Garn zum Stricken ist. Und es fühlt sich auch sehr polyesterig an, wie ich finde. Aber ich bin offen und guter Dinge. Und wo wir gerade über Anleitungen sprechen, ich habe ja mal meine Ravelry-Wunschliste geteilt mit euch. Da sind Anleitungen drin, die ich mir wünsche, dass ich sie stricken kann und die ich noch nicht habe. Und da war, also, und die Möglichkeit besteht, dass andere Menschen die Anleitungen kaufen und mir dann schenken. Das hat jemand von euch gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich blende euch mal ein Foto ein von dem Muster, was ich bekommen habe. Ich vergesse nämlich immer den Namen. Cozy Season, Hücke Season, glaube ich, irgendwie sowas in der Art. Das sind richtig schöne Zopfmustersocken. Also perfekt, dass ich jetzt eine Zopfstricknadel habe. Und ich bin ja eh so im Sockenfieber gerade. Da kann ich es kaum erwarten, die anzuschlagen. Und freue mich total, dass da jemand so großzügig war. Und falls ihr mir auch eine Freude machen wollt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ich verlinke euch nochmal die Liste im Speziellen in der Infobox. Und genau, so einfach kann es sein. Und was mir auch eine riesige Freude gemacht hat, ich hatte einen Screenshot geteilt von einer Wunschliste, die ich mir so zusammengestellt habe, einfach nur mit den Dingen und einfach ganz ästhetisch. Das war so ein bisschen Ablenkung vom Leid der Welt. Sind wir auch ehrlich, einige der Wollkäufe hier waren Wolltherapie angesichts des Leids, was gerade in der Welt wieder zunimmt. Und da hatte ich einfach mich abgelenkt mit, was könnte ich mir zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschen dieses Jahr? Und ach, was sind denn schöne Sachen und dies und jenes? Und seit über einem Jahr wünsche ich mir jetzt die Japanese Knitting Stitch Bible. Und meine Strickbekanntschaft Jackie war so nett zu sagen, ich hab die, willst du sie haben? Und dann hat sie mir sie einfach geschenkt. Und ich habe den Versand bezahlt. Und jetzt habe ich grenzenlose Möglichkeiten für lauter schöne Strickmuster. Und bin mal gespannt. Oh, das ist meine Lieblingsseite bisher. Seite 94. Und genau. Bin da ganz gespannt und dankbar. Und werde sicherlich zukünftig in Strickmustern was hier raus verwenden. Und genau, das war jetzt soweit alles dazu, was ich so angeschafft habe. Ich musste aber tatsächlich für meinen Melon-Sweater noch einen Knoll nachbestellen. Und das war auch eine Odyssee. Das werde ich im nächsten Strickpodcast mit euch teilen können, denn ich benutze ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Es ist nicht die Farbe Croissant von Sandnes in dem Mohair, sondern die Farbe 2755. Ich weiß nicht, was der Name ist. Und die gibt es gefühlt nirgendwo mehr. Dann habe ich einen Online-Shop gefunden, wo es sie gibt, wo es aber extra hohen Versand gibt, wenn man nur einen Knäuel bestellt. Dann habe ich auch gesagt, naja, ich kaufe doch nicht einen Knäuel für 9 Euro, um dann 7 Euro Versand zu zahlen. Und ich hatte eh vor, noch ein bisschen einen Sockenwollenvergleich zu machen und verschiedene Sockenhersteller zu probieren. Sockengarnhersteller. Und zufällig gab es in dem Online-Shop auch Noro. Das ist ja dieses wild eingefärbte Garn. Und da habe ich jetzt ein Sockengarn von denen noch mitbestellt. Musste immer noch Versand zahlen, aber weniger. Und da warte ich drauf. Und ich habe bei Olivier & Oliver bestellt im neuen Shop-Update auch Sockengarn. Denn Socken sind, glaube ich, gerade ein bisschen mein Hyperfocus. Und da habe ich unter anderem auch ein Sockenset für eine Instagram-Verlosung mitbestellt. Da werde ich nämlich, wenn das Aviva Sockenmuster rauskommt, das Set einfach verlosen zur Freude. Und wie gesagt, hier könnt ihr heute den Strang Woolen Forest Sockengarn in der Farbe Falling Leaves gewinnen. Niemand von euch? Alle Infos zu dieser Verlosung findet ihr in der Infobox. Bitte lest es aufmerksam. Und dann werde ich im nächsten Video die Gewinnerin bekannt geben. Und freue mich einfach, dass ich so schönes Sockengarn habe und die Freude weitergeben kann. Ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Mittwoch und könnt ein paar Sonnenstrahlen finden. Wie gesagt, kommentiert, um zu gewinnen, was euch gerade irgendwie den November verschönert, was euch Freude bereitet. Ja.